Hallo liebe Fotofreunde, ich möchte euch meine Basics zeigen, die ich bei Luminar Neo verwende, um Fotos ganz schnell zu bearbeiten. Diese Presets gibt es auch auf meiner Homepage auf mitzarowski.com. Du kannst sie dort käuflich erstehen. Mit diesem Package kannst du dann deine Fotos, egal ob es sich jetzt um Landschaft, Architektur, Menschen, Tiere handelt, auf die schnelle Art bearbeiten. Das heißt, es reicht eigentlich ein Klick drauf und du kannst mit einem Schieberegler bei Luminar Neo dann bei den Presets entscheiden, wie stark dieser Effekt in deinem Bild angewendet werden soll. Ich habe hier von einem Portrait-Shooting einige Fotos und du kannst hier, wenn du schon hier Herzen vergeben hast, sprich also Favoriten gefunden hast, die Fotos dann sortieren und nur mehr die Favoriten zeigen lassen in diesem Ordner hier mit Anastasia. Und wenn wir dieses Foto jetzt bearbeiten wollen, machen wir einen Doppelklick darauf, wählen jetzt aus Presets und kommen dann von den Presets zu meinen Voreinstellungen. Das sind in dem Fall dann diese Basic Presets, diese 6 Stück, die du eigentlich bei jedem Fotogenre verwenden kannst. Hier wird entweder ganz leicht geschärft oder es wird leicht weich gezeichnet oder es werden kräftigere Farben gezeigt. Oder es handelt sich um eine Aufnahme bei Gegenlicht. Oder du möchtest eine Low-Key-Aufnahme daraus machen. Oder eine High-Key-Aufnahme. Wobei ich jetzt sagen muss, also High-Key bei diesem Foto würde ich nicht verwenden, weil hier die Farben auch zu sehr verstärkt werden. Das heißt, nicht jedes Foto ist dazu geeignet, für jedes Preset zur Verwendung zu finden. Allerdings kannst du hergehen und sagen, okay, ich möchte dieses High Key nicht wirklich mit 100% anwenden, sondern eben mit weniger Prozent. Und dann ist es vielleicht genau das, was du gesucht hast. Wenn du jetzt ein kräftiges Farbenpreset auswählst, hast du auch hier die Möglichkeit natürlich, diesen Schieberegler zu verändern und damit werden die Farben zurückgenommen oder erhöht. Du kannst auch hergehen und sagen, ich möchte das Ganze jetzt im Vergleich sehen. So war das Originalfoto und so könnte es jetzt aussehen mit diesem Preset. Und du hast auch immer die Möglichkeit, dass du sagst, ich möchte das Original groß am Bildschirm sehen und noch einmal wegnehmen, um entscheiden zu können, ob dieses Preset für dich bei diesem Foto das ist, was du darstellen möchtest. Natürlich kannst du hergehen und sagen, ich möchte dieses Foto zum Beispiel auf 50% oder ca. 50% hier einstellen und kann trotzdem noch weitere Features bei der Bearbeitung verändern und bearbeiten. Zum Beispiel Zuschneiden des Fotos. Das geht also immer noch später, dass du sagst, okay, ich möchte dieses Porträt für einen anderen Zweck ein bisschen beschneiden. Aber natürlich sind auch alle anderen Features von Luminar Neo hier dabei, wie zum Beispiel ein Foto rauschfrei zu machen, Superschärfe einzusetzen, magisches Licht einzusetzen und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Litanei von ganz tollen Bearbeitungsmöglichkeiten in Luminar Neo. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir auf unserer Homepage mitzarowski.com einen eigenen Menüpunkt Luminar haben. Dort findest du weitere Videos zur Arbeit mit Luminar Neo und du findest hier auch immer wieder Sonderangebote für eine Lizenz. Schau einfach immer wieder vorbei
und vielleicht ist da für dich dann das richtige Angebot dabei. Auch die Presets findest du natürlich bei uns auf der Homepage und der Shop Luminar Neo Presets findest du alle Presets, die wir bisher für euch erstellt haben. Mir ist es immer wichtig, dass mir Software an die Hand geht, um schnell meine Bilder bearbeiten zu können und trotzdem also eine gute Qualität herauskommt. Ich habe also mich mit vielen Softwareanwendungen schon beschäftigt in den letzten 30, 35 Jahren und muss sagen, Luminar Neo mit der künstlichen Intelligenz im Hintergrund bietet mir die Möglichkeit, sehr schnell zu arbeiten und trotzdem professionell zu bleiben. Wenn du das auch möchtest, dann schau mal auf mitzorowski.com vorbei und schau dir an, was ich dir da alles anbieten kann. Wenn dir das heute gefallen hat, freut es mich, wenn du mir den Daumen nach oben gibst, unten abonnierst, Glöckchen nicht vergisst, damit du auch in Zukunft von den Fotos nichts versäumst. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.